Ich muss mal gucken, wenn das nicht geht, dann schalten wir das aus. Aufnahme? Hab ich. Hallo und herzlich willkommen beim Buchschnack. Ich bin Steffi. Und ich bin Sandra. Wir haben heute was ganz Besonderes, vor allem für Sandra. Und zwar hast du eine Buchbox gekauft. Ja. Ne? Welche Buchbox ist das? Von die Bücherbüchse. Mhm. Und die wollen wir zusammen mit euch auspacken. Sandra, schon wahnsinnig aufgeregt. Ja. Wie lange liegt die jetzt schon bei dir? 2 Wochen bestimmt. Es war eine große Herausforderung für Sandra. Also ich musste sie so weit in die Ecke packen, dass ich sie nicht täglich sehen konnte. Genau. Ja, und die packen wir jetzt mit euch aus zusammen. Und was da alles drin ist und wie Sandra das überhaupt findet, das erfahrt ihr gleich. Also macht euch gemütlich, schnappt euch eine Tasse Tee und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Ewiger Winter. Oh nein. Oh, schön. Wieso? Na, weil ich es jetzt schon gesehen habe. Ist egal. Ewiger Winter. Oh. Okay. Oh, ich kann damit jetzt anfangen. Ist okay. Okay, und jetzt welche Minute schon sein. Das Thema der Box ist Ewiger Winter. Klingt schon toll, oder? Ja. Und das ist von Bücherbüchse, ne? Genau, ich zeige euch das einfach. Mhm. Was besser? Hast du mir es gerade mit dem gegeben? Ja. Ja, so sieht er aus. Ich finde das so süß, hier steht, ich lese, also bin ich. Schon, stimmt schon, ne? Ja. Wir fangen einmal an. Bitte sehr. Nicht unbedingt so. Soll ich es mal? Geschichte da drin. Jetzt. Oh. Ah. Zeigen wir euch mal, wie das hier drin aussieht. Sieht ein Kater aus wie Schnee, ne? Das sieht auch so ein bisschen weihnachtlich aus, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Schon, Spoilerkarte. Oh, nimm das? Nee, ich möchte auch nicht lesen. Ich möchte mich auch überraschen lassen. Wollen wir es einmal schneiden lassen? Nee, ich lasse es einmal schneiden. Wirklich? Nein. Oh, ich halte und du willst, okay? Okay. Entschuldigung. Aber du darfst nicht gucken. Können wir das so machen, dass du nicht guckst? Hier habe ich einmal eine Postkarte. Ich denke, das wird der Charakter von dem Buch sein. Ja, genau. Charakter? Charakter. Sagt mir schon mal nichts. Nächtliche Stille von Sissy Steuerwald. Eine Leseprobe. Oh, da müssen wir nochmal gucken. Ja. Nächtliche Stille. Also, sieht ganz interessant aus, ne? Mhm. Mhm. Und dieses verdammte Leben geht einfach weiter. Ach, eine Leseprobe, oder? Das hört sich auch gut an. Ja. Weiter? Oder ist irgendwas Schweres, glaube ich, dran gewesen? Also nicht Buch, sondern... Oh, eine Anstecknadel von Bücherbüchse. Oder Füchse sagen, Büchse. Sag mal. Oh, das ist niedlich. Das ist so ein... Sieht aus wie ein kleiner Wald, ne? Ja, Schneiderwald. Schneiderwald, genau. Oh, das ist ein Berg. Ja, das finde ich süß. Das sieht niedlich aus. Ich helfe dir mal. Das kann ich ja nicht mehr, das ist nicht schlimm. Also. Wenn du die Frage bist, bin ich die Antwort. Das klingt doch. Ja, das klingt nach einem Buch für dich. Also das ist jetzt kein Buch, sondern ist das wieder eine Leseprobe? Nee, es ist so ein Brief von der Autorin. Achso. Ah, und darf ich es mal vorlesen? Ja, gerne. Hallo ihr lieben Lesebegeisterten. Ich bin überglücklich, dass wir auf diesem Weg zusammenfinden und hoffe, dass ihr November genauso lieben werdet wie ich. Es war an einem stürmischen Novemberabend, als meine junge Protagonistin in meinen Gedanken erwachte und mich leise wie eine Schneeflocke berührte. Ich hatte zuvor ein paar miese Tage verlebt, wie jeder von uns von Zeit zu Zeit, und musste häufig über Tränen nachdenken. Ihr alle wisst nur zu gut, wie es sich anfühlt zu weinen, denke ich. Es ist doch irgendwie eine Naturgewalt, oder nicht? Ob aus Freude, Mitgefühl, Angst oder tiefem Kummer, Tränen sind voller Leben.
so echt und wahrhaftig. Jeder von uns hat schon mal mit ihnen gekämpft, sie zurückhalten wollen und weiß, wie schwer es sein kann. Weinen befreit, offenbart aber genauso viel. Wie muss es sich erst anfühlen, wenn man auf gar keinen Fall weinen darf, wenn man von Kindesbeinen an Angst vor seinen eigenen Tränen haben muss? Findet es mit mir zusammen heraus und seid tapfer, denn Novembers Weg ist nicht immer leicht und manchmal tief traurig wie eine mondlose Nacht, aber auch verzaubernd wie die erste Liebe und spannend wie das Erwachen neuer Möglichkeiten, von denen man nie zu träumen gewagt hatte. Viel Spaß, eure Nina Teichert. Und da hat sie dann nochmal unterschrieben. Ja, sehr gut. Ja, und schade, dass ich das jetzt so stocken vorgelesen habe, aber die Schrift ist ein bisschen schwierig. Ich finde auch, das hat sie schön geschrieben. Und das wird wohl das Buch sein, ne? Ja. Das klingt toll. Das klingt wirklich toll. Ja. Das sieht auch so schön aus. Gänsehaut. Ja. Und das wird wohl das zweite Buch sein? Oh, entschuldige, ich nehme es vorweg. Ich lasse es doch bitte. Ja, hier haben wir eine Karte. Wie heißt das? Winterfell. Wieso heißt das Winterfell? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ich in Game of Thrones. Nein, Fan das kann ist. Nicht sein. Achso, Fan, ja, das kann sein. Oh, die sieht ja sehr schön aus. Steht da etwas drauf? Nee, gar nicht. Schade. Also, aber sieht sehr hübsch aus. Ja. Winterfell, sieht so Winterfell aus? Nee, so sieht Winterfell so nicht wird aus. Winterfell auch nicht geschrieben. Nein. Doch. Sicher? Nein. Das glaube ich nicht. Es ist schon ewig her, dass ich die Bücher da gelesen habe. Gefühlt 25 Jahre. Ich habe so halt mit Jan und Anni. Warte, ich gucke hier so ein bisschen. Oh Gott. Aha. Oh, das ist ein, Nee, habe ich auch was gedacht? So ein Buch, ein Start? Ja. Nee. Es ist ein... Oder kannst du mal heute. Ja. Von Bücherbüchse. Da mit so einem kleinen Zettel dran, wo Bücherbüchse draufsteht. Das ist natürlich ganz cool. Der sieht hübsch aus. Ja. Das mit den Vögeln und dem Schloss da. Sehr schön. Kannst du da das Buch reintun? Passt das von der Größe her dann? Oder wie? Ist das ein Schlossumschlag, wenn du im Urlaub fährst? Nach Disneyland? Nach Disneyland. Dann fliegt er nach Disneyland. Ich bin ganz neidisch. Ach, eben. Fliegt. Fährt. Sondern fährt nach Disneyland. Das ist ganz cool. Ja, wir müssen gleich mal gucken, ob die Bücher, wie das Buch, das da drin ist, reinpasst. Ich dränge ein bisschen, weil ich gespannt bin. Ja, oh, ist das ein Fest? Ist das ein Hardcover? Ja, oh ja, das ist es. Novembers-Tränen. Das sieht ja unglaublich schön aus. Ja, finde ich auch. Habe ich aber noch nichts von gehört. Nee. Das ist ja. Darf ich mal den Rückencover sehr gerne. Das, links vorlegen? Rückencover, mein Gott. Weine ja, nicht. Weine nicht, kleine November. Ach, November? Sie ist wahrscheinlich. Waren Nonnas letzte Worte, als man mich ihr wegnahm. Vergiss es nicht, weine niemals. Hüte dein Geheimnis. Die 16-jährige November ist ein Winterkind und wie alle Winterkinder besitzt sie eine besondere Gabe. Doch die Gabe, die ihren Tränen innewohnt, ist dunkel. Nur eine einzige Träne von ihr entscheidet über Leben und Tod. Eine machtvolle Gabe, die Begierden weckt und nicht in die falschen Hände geraten sollte. Oh, ein packender Jugendroman der Spiegel-Bestseller-Autorin Nina Teichert. Das hört sich gut an. Das klingt richtig toll. Ich bin auch ein Winterkind. Du auch, Hasi. Ich bin auch ein Winterkind, ja. Oh, das klingt toll. Ja. Ich glaube, das wird dir gefallen und wird direkt Gänsehaut. Ich auch schon wieder. Das ist ja toll. Wollen wir mal gucken? Was ist das? Passt das? Ja, das könnte passen. Soll ich mal probieren? Soll ich mal aufhalten und du... Was noch dafür ist. Das ist einfach nur so ein. Meinst du das nicht? Aber guck mal, das könnte das sein. Klasse. Vor allem, weil das auch so schön dazu passt. Ja. Weil es da auch Winter ist. Also, ich finde das, ich glaube, für, wenn man jetzt irgendwie Urlaub macht oder so, oder am Strand, finde ich das super, ne? Cool. Toll, ja. Das war eine tolle Box. Fand ich auch, die fand ich sehr gut. Findest du die direkt als Winterfell? Ich verstehe es bloß den Zusammenhang mit Winterfell nicht so ganz. Vielleicht ist es ja ein Ort hier drin. Achso, jetzt kann sein. Weil das auch irgendwie so ein bisschen dazu passt, ne? Na, wie Winterfell sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Nee. Und das würde vom Thema auch reinpassen. Vielleicht ist das wirklich ein Ort und das sieht auch sehr hübsch aus. Also, das ist eine tolle Box, oder? Ja. Ach du mal. Ich bin auch total begeistert. Bücherbüchse, das werden wir uns direkt mal merken. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr die Box auch kennt, Bücherbüchse, und ob ihr da auch schon mal was bestellt habt. Also das merke ich mir, da werde ich mir vielleicht auch nochmal was holen. Auf jeden Fall. Toll. Super Sache. Das hat sich jetzt gelohnt. Ja. Wie viel hast du dafür bezahlt? Weißt du es noch? Nee. Um die 30 Euro. Ja. Höchstens.
Also da war jetzt das Buch drin, ne? Mit dem Hardcover. Ja. Und, also so schon 20 Euro kostet. Ja. Und diese Tasche, ich finde die wirklich praktisch. Und ich finde die Frosche auch niedlich, muss ich mal sagen. Ja. Ist das ein Frosche? Ja, das ist ein Anstecknadel. Mhm. Nicht schön. Also vollkommen zufrieden mit der Box. Ich bin auch total begeistert. Die letzte Box war ja so ein Reinfall. Das verlinken wir euch mal da oben, dass, obwohl wir da sehr positiv rangegangen sind. Das also stimmt. Wir waren da ganz aufgeregt und gespannt, weil das die erste Buchbox war. Und das war ein absoluter Reinfall. Also können wir euch auch mal verlinken. Könnt ihr euch das ja mal angucken. Aber die ist wirklich teuer, ja. Ne? Ja. Mach ich wieder. Ja. Empfehlenswert. Ja, das war das Unboxing der Bücherbüchse. Also ich bin total begeistert. Ich auch. Du bist ich kann es euch empfehlen. Mhm. Und ich werde die auf jeden Fall auch nochmal holen. Ich gucke mir mal an, was da die nächsten Themen sind. Ich kann sagen, genau, wir müssen mal gucken, ja. Was die nächsten Themen da so sind. Also super toll, super tolle Sachen drin. Ne? Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr die Bücherbüchse auch schon mal bestellt habt. Das würde mich auch mal interessieren. Mhm, ne? Und ja. Wie ihr die fandet. Schaut doch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Da gibt es auch super spannende Sachen in der Story. Und lasst gerne ein Abo da, darüber würden Sandra und ich uns wirklich freuen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns ansonsten nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.